So, herzlich willkommen zum zweiten Hockey Web Livestream. Wie angekündigt haben wir heute einen schönen Gast, aufgewachsen und geboren in Rheinland-Pfalz, dann nach Erfurt, über Mannheim in den NHL Entry Draft und nach Detroit. Da geht er jetzt gerade beim Farmteam den Griffins seinen Weg. Moritz Seider, heute Abend bei uns zu Gast im Livestream. Moritz ist auch schon da, den holen wir jetzt Mit rein. Hoffen, dass die Verbindung jetzt so weit passt. Ja, da ist er, Servus. Moritz. Hi. Super. Na, alles gut bei dir? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wie geht's dir? Super. Ja, perfekt. Machen wir jetzt das Beste aus der Situation. Schauen, dass wir auch so ein bisschen deine Fans, unsere Follower, so ein bisschen die Off-Season mal ein bisschen schön machen. Ja, Moritz. Du bist gerade in Deutschland. Ja, ich bin vor 2 Wochen gelandet und seitdem natürlich ein bisschen Selbstquarantäne, einfach nur, damit man ja nicht unter die Leute geht und nicht unnötig sich in Gefahr bringt. Und dann, ja, war natürlich alles ein bisschen blöd gelaufen, aber es ist natürlich schöner, zu Hause zu sein, als jetzt irgendwo in Amerika alleine zu sein. Ja, auf jeden Fall mal eine gute Einstellung, zu Hause zu bleiben und das Risiko ein bisschen einzudämmen, auf jeden Fall sehr vernünftige Entscheidung. Ja, klar, zu Hause bei den Eltern ist immer besser. Ja, ich hatte dich auch so ein bisschen verfolgt. Du hattest im Februar einen Hit bekommen mit Gehirnerschütterung. Konnte man in der Presse lesen, geht's dir da soweit wieder gut? Konnte das alles wieder seinen normalen Lauf nehmen? Ja, das ist ein bisschen blöd gelaufen. Der Check war, glaube ich, noch nicht mal so das Problem. Ich bin einfach ein bisschen blöd auf dem Eis aufgekommen, mit der Seite vom Kopf. Und ja, es hat halt ein bisschen seine Zeit gedauert, aber ja, konnte dann relativ schnell nach 2 Wochen wieder mit den Jungs sein und ja, dann auch wieder spielen. Von daher geht's mir auf jeden Fall wieder gut. Ja, das freut uns auf jeden Fall, alle zu hören. Ja, du hast in der AHL 49 von 63 Spielen absolviert und wirst auch mittlerweile in den Medien als wichtige Stütze betitelt. Wie siehst du denn so deine Rolle selber bei den Griffins und viel wichtiger auch, baut so eine Betitelung, baut die Druck auf? Ja, das ist eine gute Frage. Es war natürlich nicht so leicht, erstmal in das Team reinzurutschen. Ich war wieder der Jüngste. Aber das war ich jetzt gewöhnt, dadurch mit Mannheim. Von daher war das jetzt weniger das Problem, als natürlich doch nochmal ein bisschen was anderes. Aber die Jungs haben mich gut aufgenommen und ich wollte erstmal ja in der Liga ankommen. Das hat dann relativ schnell und gut funktioniert und dann hat man relativ schnell absehen können, dass man doch viele Minuten bekommt und natürlich dann ja auch so ein bisschen der Vorbild vielleicht auch für alle anderen Spieler sein kann. Ich hatte zum Schluss in den letzten ja 3, 4 Spielen zwischen 25 bis 27 Minuten Eis. Das war unglaublich. Von daher ist auf jeden Fall alles so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, perfekt. Die Medien, die betiteln dich ja als wichtige Stütze. Baut sowas denn wirklich Druck auf? Kann sein, dass du es gerade gesagt hast, dann war die Verbindung hier, du warst gerade ein bisschen abgehackt. Deswegen wiederhole ich es jetzt nochmal. Druck ist überhaupt nicht da. Also da bin ich relativ entspannt, was andere Leute sagen. Das ist mir relativ egal. Es geht eigentlich nur um das Team und mich. Von daher ist da eigentlich kein Druck. Ja, sehr, sehr, sehr cool. Auf jeden Fall, ja, letztes Jahr Debütsaison, eine komplette Saison bei den Adler Mannheim, Playoffs Meister. Besser kann es gar nicht laufen, dann in Entry Draft. Jetzt warst du mit den Griffins auf einem guten Weg in die AHL Playoffs. Hatte sich da schon so eine gewisse Art Vorfreude auf die ersten amerikanischen Playoffs so aufgebaut oder hat man wirklich so von Spiel zu Spiel gedacht und hätte sich dann am Ende darüber gefreut?
Nee, auf jeden Fall. Die Vorfreude war natürlich da. Es ist immer schwer. Nur 4 Teams aus unserer Konferenz hätten einen Playoff-Platz sich erarbeiten können. Von daher war natürlich die Vorfreude schon groß. Aber war trotzdem natürlich noch eng in den letzten 11, 12 Spielen. Ja, es war noch keiner wirklich durch. Da wäre jetzt halt noch mal so die Playoffs vor den Playoffs noch gekommen. Aber auf jeden Fall dann für dich natürlich auch eine Mordsenttäuschung, als dann die Pausierung, ist es ja erstmal in Amerika, war auch Mordsenttäuschung für dich, oder? Auf jeden Fall, da fehlen mir auch so ein bisschen die Worte. Aber na gut, die Sicherheit geht vor. Ja, auf jeden Fall, da hast du Rechte. Du hattest ja selber auch schon gesagt, dass durch die kleinere Eisfläche in Amerika, dass das alles ein bisschen schneller ist und dass man sich da erst dran gewöhnen muss. Hast du dich mittlerweile schon dran gewöhnt oder sagst du wirst mit Sicherheit dann noch deine Zeit brauchen, um das alles da so zu verinnerlichen? Nee, also das ging relativ schnell, die Umstellung. War natürlich doch ein bisschen was anderes auf der kleinen Fläche. Aber mir gefällt es unheimlich gut. Und ja, am Ende am Tages spielt man immer noch Eishockey, von daher wird sich da nicht so viel ändern. Das war schon okay. Du sagst, es gefällt dir unheimlich gut. Was ist für dich da der ausschlaggebende Punkt, dass es dir so gut gefällt oder vielleicht sogar besser gefällt als das DEL-Hockey? Ja, es ist anders auf jeden Fall, aber am Ende ist trotzdem schön und cool. Von daher ist es immer schwer zu sagen. Auf jeden Fall beides natürlich unheimlich stark liegen. Okay. Du hast ja so auch jetzt in dem ersten Jahr in Amerika eine unheimliche Entwicklung gemacht, sowohl sportlich mit Sicherheit, aber auch an deiner Persönlichkeit hast du dich mit Sicherheit auch weiterentwickelt. Wo siehst du dich selber, dass du dich am meisten verbessert und weiterentwickelt hast, sowohl auf dem Eis, aber als auch neben dem Eis? Auf dem Eis auf jeden Fall. Ja, ich konnte dieses Jahr ein bisschen mehr mit der Scheibe arbeiten. Das hat letztes Jahr so ein bisschen gefehlt. Ich denke, mein Spiel mit Puck hat sich unheimlich verbessert. Und neben dem Eis denke ich einfach, ja, es war das erste Mal alleine zu wohnen, das erste Mal Wäsche waschen, Essen kochen. Da bin ich auf jeden Fall sehr gereift, was auf jeden Fall sehr gut für mich war. Ja, ich kenne das selber noch aus meiner Zeit, als ich von zu Hause ausgezogen bin. Das ist eine riesen Mordsumstellung. Ja, und dann nach dem Draft kam dann auch die U20 WM, das erste Mal in der Top Division. Und da bist du dann auch als Kapitän mit aufgelaufen. Wie ist es für dich, so ein Team zu führen, gerade so unter Gleichaltrigen? Was muss man da beim Führen von Gleichaltrigen so beachten, gerade als Kapitän? Ja, für uns war das eher so, ich war mehr so das Bindeglied zwischen den Trainern und der Mannschaft. Darum ging es eigentlich nur. Wir hatten alle in der Kabine eine super Grundeinstimmung und eine super, super Chemie. Von daher hat das alles gepasst und ich war eigentlich nur da, um ja so formelle Sachen abzuklappern. Von daher war das eigentlich nicht so eine große Bedeutung für uns in der Mannschaft. Also gab es so intern dieses, ah, ich bin jetzt Kapitän und ich habe was zu sagen, gar nicht, sondern es war einfach eine Mega-Gruppendynamik drin und dieser Kapitän war im Endeffekt nur ein Patch auf dem Jersey. So würde ich das auf jeden Fall sehen, ja. Wir hatten eine Okay. unheimlich gute Gruppe von Jungs und da war es relativ einfach, den Posten einzunehmen. Ja, und da war es, ist es mir auch enorm aufgefallen, dass du eine unheimliche Ruhe ausstrahlst. Bist das du oder hast du dir das durchs Eishockey über die Jahre auch antrainiert oder bist du von der Grundpersönlichkeit einfach so einer, dass du dich nicht aus der Ruhe bringen lässt? Ja, es ist schon echt schwer, mich aus der Ruhe zu bringen, denke ich. Da muss schon viel zusammenlaufen.
Ich sehe alles relativ entspannt und gelassen und es versuche ich natürlich auch auf dem Eis umzusetzen. Und ja, mal gelingt es besser und vielleicht am einen oder anderen Tag natürlich auch nicht so gut, aber das passiert. Aber es ist natürlich schon, bin auf jeden Fall ein ruhiger Typ. Aber es ist mit Sicherheit auch wichtig, gerade wenn es dann ein enges Spiel ist, dass man sich da nicht aus der Ruhe bringen lässt und vielleicht mal eine blöde Strafe kassiert. Ich glaube, das ist unheimlich wichtig auch. Oder siehst du das anders? Nee, auf jeden Fall. Muss man immer einen kühlen Kopf bewahren. In den entscheidenden Minuten will man natürlich auch auf dem Eis sein und der Mannschaft helfen. Und ja, wenn man da mit gutem Beispiel vorangeht, dann denke ich, ist das ein gutes Bild für alle. Ja, und dann nochmal so ein bisschen auf die Amerika-Thematik. Was hat dich drüben in Amerika unheimlich positiv oder auch negativ überrascht? Was gab's, wo du sagst, boah, das werde ich wahrscheinlich mein ganzes Leben so im Kopf behalten? Ja, es ist einfach, ich glaube, die Menschen sind ein bisschen anders gestrickt. Ich glaube, in Deutschland, wir haben alle erstmal so wie so eine kleine Wand vor uns, wenn wir Fremden begegnen, vertrauen wir natürlich denen nicht alles an, aber wenn wir so die erste Mauer so übersprungen haben, dann merkt man, wie sehr die Menschen sich eigentlich um einen kümmern. Und das war so ein bisschen so der Unterschied. In Amerika ist es halt von Anfang an. Die Menschen haben kaum Scheu vor jemandem. Ja, und das war schön zu sehen, dass man so gut aufgenommen wurde. Von daher, das war für mich ein sehr angenehmer Unterschied. Ja, das ist auf jeden Fall extrem cool. Vor allen Dingen ist es wahrscheinlich auch dann so, wenn man da neu hinkommt, dass das noch ein bisschen auch Selbstbewusstsein gibt, dass man jetzt hier nicht der Außenseiter ist, sondern dass man immer so mit dazugehört. Auf jeden Fall, das war super. Die Jungs haben mich super aufgenommen, die ganzen Familien auch drumherum. Und ja, ist eine super Organisation mit ganz, ganz tollen und super, super Menschen. Ja, das war jetzt nicht das erste Mal, dass du eine längere Reise angetreten hast. Du bist ja mit 14 von Erfurt nach Mannheim gewechselt. Was war für dich schwerer? Damals der Schritt mit 14 von Erfurt nach Mannheim oder jetzt dann doch eher nach dieser unfassbaren Saison von Mannheim einmal quer über einen großen Teich nach Amerika? Schon nach Amerika. Ich hatte das große Glück damals, dass meine Eltern mit umgezogen sind nach Mannheim und wir hier uns niedergelassen haben. Von daher war der Amerika-Schritt doch nochmal eine andere Nummer, aber ist alles gut gegangen. Ich fühle mich super wohl und es soll natürlich auch irgendwann das große Zuhause werden für die nächsten 10, 15 Jahre. Ja, würdest du auf jeden Fall verdienen, jetzt gerade nach den Leistungen. Als es für dich so klar war, du kommst in den Draft und du wirst auch früh gepickt, hast du dich mit irgendwelchen Leuten schon mal vorher unterhalten, wie es in Amerika so abläuft? Du hast ja auch mit Marcel Gotsch zusammengespielt, der jahrelang in Amerika war. Holt man sich dann da von diesen gestandenen Spielern auch Tipps ein? Ja, klar. Ich meine, wir haben jeden Tag miteinander zu tun gehabt und ich hatte das große Glück, mit ganz, ganz vielen tollen Mitspielern zusammen zu sein. Und dann fragt man natürlich schon die einen oder anderen Jungs. Ja, aber die Antwort war immer dieselbe: Moritz, das musst du selber erleben und da wollen wir gar nicht so viel vorne weggreifen. Von daher war das auf jeden Fall ein super Moment für mich, ja, dann mit meiner Familie in Vancouver zu sein und dann ins Stadion einzulaufen und dann kommt man in die Arena rein und jeder Spieler hat seinen eigenen Platz in der Arena mit seinem Namen drauf. Das war schon gigantisch und das hat natürlich auch keiner so vorher erzählt. Von daher war die Überraschung natürlich wesentlich größer. Ja, es war, glaube ich, auch für ganz Eishockey Deutschland ein besonderer Moment, mal wieder so ein Ausnahmetalent in Amerika begrüßen zu dürfen. Es haben viele, viele gefragt und wir selber fragen uns natürlich auch, du warst jetzt ein Jahr lang bei den Grand Rapids Griffins in der AHL und ja, gab es dann schon die Gespräche mit Detroit zum Saisonende hin, weil der Vertrag aktiviert sich ja erst nach 9 Spielen.
zum Ende hin vielleicht nochmal das ein oder andere NHL-Spiel zu machen. Hattet ihr da schon Gespräche? Natürlich hofft man das immer, aber feste Gespräche und fixe Daten gab es natürlich noch nicht. Man hofft natürlich einfach jeden Tag auf den Anruf und trainiert unheimlich hart dafür. Aber ja, ich hatte genug Aufgaben in Grand Rapids, hatte da ja eine super, super tolle Rolle. Ja, Top 2 Verteidiger, von daher hatte ich da genug Arbeit, aber da war natürlich schon das große Ziel, dieses Jahr auf jeden Fall noch die neuen Spiele zu spielen. Wenn du dann in der NHL spielst, auf welchen Spieler, auf welche Gegner freust du dich so am meisten? Ist es so Superstars wie Connor McDavid oder eher doch die Deutschen wie Leon Draisaitl, Dominik Kahun, oder auch eins deiner Vorbilder, Roman Josi? Ja, auf jeden Fall, genau in der Reihenfolge, denke ich. Ja, am Ende, glaube ich, wird das ja zum täglichen Geschäft dazugehören, dass man gegen die besten Spieler der Welt spielt und auch mithalten kann. Ja, und von daher ist die Vorfreude natürlich schon riesig. Aber da muss man sich dann, glaube ich, auch nochmal kneifen kurz vorher, dass man ja dann nicht mit strahlenden Augen übers Eis läuft. Hast du denn auch so Kontakt zu den Deutschen, die auch mit in Amerika sind, sei es jetzt ein Leon Draisaitl oder Dominik Kahun oder Corbinian Holzer? Seid ihr irgendwie miteinander connected oder lebt da so jeder sein Leben? Natürlich will man die Jungs auch nicht nerven, aber ich hatte das Glück, sie bei der WM kennenlernen zu dürfen und natürlich ist man ab und an auch in Kontakt und ja, wenn die Jungs ja, keine Ahnung, ein Tor schießen oder irgendeinen Meilenstein ablegen, dann schreibt man den natürlich kurz und gratuliert. Von daher würde ich schon sagen, dass man da auf jeden Fall immer schaut und auch immer up to date ist und sich natürlich auch mit den Jungs austauscht. Ja, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden, dass es alles unheimlich tolle Spieler sind und es ist immer faszinierend, es ist den Jungs zuzuschauen. Ja, auf jeden Fall. Also das, was gerade die Deutschen in Amerika gerade machen, ist ja phänomenal. Wir sind da als deutsche Nation schon extrem gut momentan mit euch da drüben aufgestellt. Ich habe mir mal ein paar Fanfragen rausgesucht, die von unseren Followern kamen. Wann wurde dir so das erste Mal klar, dass du da wirklich das Zeug hast zum Profi-Eishockeyspieler und dass du das auch wirklich aus ganzem Herzen willst? Ja, das war noch, ja, ich denke mal, das war noch gar nicht so lang her eigentlich. Damals bin ich eigentlich nur nach Mannheim gekommen, weil es eigentlich relativ gut gepasst hatte. Ich hätte mein Abitur fertig gehabt, wenn ich mit den Jungadlern fertig gewesen wäre. Das war eigentlich so der große Meilenstein, der hier geplant war in Mannheim. Das hat dann alles sich ein bisschen, ja, das Blatt hat sich dann ein bisschen gewendet und alles sah ein bisschen anders aus. Und ja, so nach den vier Spielen, die ich dann mit 16 schon hatte und durfte da mal reinschnuppern, dann hat man schon gemerkt, wie toll eigentlich das Leben eines Eishockeyspielers sein kann. Vor allen Dingen in Mannheim. Und dann war natürlich schon der Ansporn riesig, dass man da jeden Tag ein Stückchen besser werden will und irgendwann sich so einen Platz erarbeiten will und natürlich auch damit sein Geld verdienen möchte. Ja, es ist ja eigentlich schon faszinierend, dass du zu den Adlern gehst, die ja in Deutschland mit die beste Mannschaft sind und da dann im Endeffekt erst so der letzte Funken überspringt, wo du sagst, okay, ich will das von ganzem Herzen. Ja, das sieht man ja an dir auch, du machst auch viel Kraftsport, natürlich gehört's da so mit dazu. Da war eine Frage oder mehrere haben das gefragt. Was ist so deine Lieblingsübung im Kraftraum? Wie kann man sich jetzt gerade auch in so einer Phase der Saison fit halten, gerade mit Kraftraumtraining? Ja, da bin ich natürlich immer schnell der Erste, der da abgehauen ist und sich lieber den Fußball gegriffen hat mit ein paar anderen Jungs.
Von daher muss ich schon sagen, ja, das Two-Touch, das Hochhalten mit den Jungs vorm Spiel und auch vor den Trainings ist auf jeden Fall mein Go-To und damit kann ich mich am besten vorbereiten. Ja, und Kraftraum ist so rotes Tuch für dich, am besten nur das Minimum und dann gleich wieder raus, oder? Ja, so jetzt auch nicht, aber auf jeden Fall ist natürlich im Sommer immer eine harte Qual. Wir trainieren unheimlich hart dafür, im Winter wieder fit zu sein. Und es gehört auf jeden Fall dazu. Ich bin einer, der gerne laufen geht, viel läuft. Von daher würde ich sagen, dass das so eher mein Bereich ist. Auch jetzt momentan so dein Tagesablauf, wenn du Training hast, oder wenn du trainierst, viel laufen, nehme ich mal an. Ja, ich meine, klar haben wir unsere Programme, die wir abarbeiten mit verschiedenen Übungen. Ja, sei es Umsetzen, sei es Kniebeuge, oder was auch immer. Aber ich versuche dann ja so zweimal die Woche eigentlich schon noch ein Läufchen einzubauen, um einfach noch ein bisschen was für die Ausdauer zu tun. Ja, sehr, sehr cool. Hast du, oder welches Ritual hast du vor einem jeden Eishockeyspiel? Ja, so speziell bin ich da gar nicht gestrickt. Bin da relativ gelassen, versuche alles ja sehr entspannt zu sehen und eigentlich nur das Fußballspielen mit den Jungs relativ wichtig. Das muss dann sein. Und ein Spieler gab es dieses Jahr, das war unser Ritual, ja, dass wir uns einfach bevor alle anderen gekommen sind, schon in der Arena getroffen haben. Und dann einfach für uns ein bisschen gekickt haben. Das war sowas, das hatten nur wir beide. Und da haben wir auch beide viel, viel Wert drauf gelegt, dass das jeden Spieltag so geklappt hat. Ja, sehr, sehr cool. Es ist sehr wichtig, dass man auch solche Sachen hat und die auch weitermacht. Eine Frage, die fand ich als Eishockey-Fan auch sehr interessant, als du noch in Mannheim gespielt hast, von den Mannschaften her, wer war so dein Lieblingsgegner? Wo hast du gesagt, okay, da gehe ich unheimlich gerne aufs Eis? Ja, es war auf jeden Fall, gab viele. Ich glaube, vorne dabei muss auf jeden Fall das Iserlohner Stadion sein. Gigantische Stimmung, man versteht sein eigenes Wort nicht mehr und das war schon ja, ein sehr aufregendes Erlebnis für mich. Ja, dann sind wir nach Köln gefahren, eine Riesenarena. Man wusste gar nicht, wo man hinschauen sollte. Und ich glaube, so das Highlight für mich war dann ja, auf jeden Fall die Finalserie gegen München, wo man aber auch gesehen hat, wie stark unsere Fans sind, ja, die quasi die Hälfte der Münchner Arena eingenommen haben und Party gemacht haben. Von daher war das auf jeden Fall für mich so damit das Highlight. Auf jeden Fall hatte Mannheim da den Trumpf auf seiner Seite, gerade auch in München, wie du schon gesagt hast, halbe Arena voller Mannheimer und die komplette Gegenkurve voller Fans. Das gibt das denn einem Spieler auch nochmal so einen Push? Also nehmt ihr das auf dem Eis dann auch wirklich wahr, dass eure Fans da auf den Rängen gerade ein komplettes Feuerwerk abbrennen und ein Auswärtsspiel gerade zum Heimspiel machen? Ja, da ist er leider weg, der Moritz. Jetzt schauen wir mal, ob wir ihn nochmal reinkriegen können. Ob das von der Verbindung her passt. Ja, Mo muss ein paar Punkte haben gehen. Gute Nummer, ja. Ja, schade. Ja, wir sind gerade am Arbeiten, dass wir den
den Moritz nochmal mit reinbekommen. Moritz, da bist du wieder. So, ja. Wir waren, glaube ich, gerade Finalserie gegen München. Ich hatte dich dann gefragt, inwieweit euch Spieler das pusht, wenn ihr dann wirklich merkt, eure Fans sind da und gerade auch im gegnerischen Stadion, wenn ihr da mal ein Auswärtsspiel schnell zum Heimspiel macht. Kriegt ihr das auf dem Eis denn wirklich mit und gibt es nochmal so einen Push? Auf jeden Fall pusht ungemein und gibt uns allen nochmal so ein bisschen vielleicht die 3-4%, die man dann am Ende noch mehr gehen kann. Und auf jeden Fall macht das einen großen Unterschied. Okay, cool. Ja, dann haben wir hier noch eine Frage. Wie viel trainierst du in der Woche jetzt gerade, wo du zu Hause bist? Bist du wirklich so jeden Tag am Trainieren oder hast du da auch mal so einen Tag, wo du sagst, oh nee, man weiß nicht, wie es weitergeht und schauen wir mal. Ich muss auch ehrlich dazu sagen, die letzten 2 Tage hatte ich relativ hart Muskelkater, habe ich auch relativ wenig gemacht. Und ja, man versucht sich natürlich einfach nur ein bisschen fit zu halten. Ja. Ja, vielleicht ein bisschen zu Hause ein bisschen sich zu bewegen, ja, mal aufs Fahrrad zu steigen, mal laufen zu gehen, aber so riesig den Fitness-Junkie raushängen zu lassen, braucht man jetzt auch nicht. Wir sind alle gut in Form, falls es doch weitergehen sollte, was natürlich alle hoffen, aber was natürlich im Moment sehr, sehr fragwürdig ist. Ja, auf jeden Fall. Der Draft wurde ja auch jetzt erstmal nach hinten geschoben. Da waren jetzt schon einige am Vermuten, ja, vielleicht geht's weiter, vielleicht machen sie jetzt mit der Saison weiter und verschieben ihn deswegen. Aber ich denke mal, man weiß einfach nicht, wie es mit der Lage rund um Corona weitergeht und dass das einfach auch eine gesundheitliche Sache ist, dass der Draft weiter nach hinten geschoben wurde. Oder hast du da schon andere Informationen? Nee, auf jeden Fall, denke ich, ist jetzt erstmal wichtig abzuwarten. Ich glaube, wir sind da nur ganz, ganz kleine Bestandteile in der Eishockeywelt oder in der Sportwelt allgemein. Da muss man natürlich jetzt einfach das große Bild sehen. Und ja, schade für uns, aber natürlich geht da die Gesundheit vor und müssen natürlich auch alle jetzt da irgendwie an einem Strang ziehen und dass wir das alles da ein bisschen einnehmen können. Genau. Moritz, dann habe ich für dich zwei kleine Spielchen vorbereitet. Starten wir mit dem ersten Spiel mal so ein bisschen zum Warmwerden, wo wir jetzt auch gerade schon bei der Thematik ein bisschen waren. Spielen wir eine Runde entweder oder? Sehr gerne. Nudeln oder Klopapier? Nudeln, ja, Nudeln. Erfurt oder Mannheim? Ah, das ist schwer. Ja, auf jeden Fall. Oma und Opa sind natürlich noch in Erfurt. Dann müssen wir natürlich mit Erfurt gehen. Dann gehen wir mit Erfurt, super. Abseits des Eishockeys, Football oder Basketball? Doch eher noch Basketball. Doch eher noch Basketball. Dir auch schon ein Spiel live angeschaut? Noch nicht geschafft, aber natürlich schon nach Ann Arbor gefahren, um uns dort ein Universitätsspiel anzugucken vom Football mit 110.000 Menschen. War halt auf jeden Fall ein Highlight für mich diese Saison. So als Mensch war gigantisch. Okay, krass. Das sind so Dimensionen, die kriegst du hier in Deutschland in keiner Sportart ansatzweise so hin. Ich glaube, das größte Stadion in Deutschland ist Dortmund mit 90.000 und Ja. dann kommt halt auch erstmal lange nichts. Das ist schon krass. Ja, machen wir weiter. Pop oder Hip-Hop? Auf jeden Fall Pop. 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 Ja. Deutsche Meisterschaft 2019 oder NHL Draft 2019? Ja, schon doch die deutsche Meisterschaft. Doch die deutsche Meisterschaft, warum? Weil ich glaube, das sind Momente, die man mit den Jungs verbindet, die kann einem keiner mehr nehmen. Und ich glaube, viele wissen einfach gar nicht, was einen so zusammengeschweißt hat in dem letzten Jahr. Das sind Menschen, die man ja für sein Leben lang kennen wird. Und von daher denke ich, ist das viel, viel wichtiger. Spricht aber auch für eine unfassbare Dynamik in der Mannheimer Mannschaft aus 2018, 2019.
Ja, auf jeden Fall. Viele Jungs haben gesagt, mit so einem Team haben sie noch nie zusammengespielt. Für mich war das relativ einfach zu sagen, weil das für mich das erste Team war im Profibereich, mit dem ich zusammengespielt habe. Von daher, ja, war es auf jeden Fall Wahnsinn, da Teil der Mannschaft sein zu können. Ja, sehr cool. DEL-Debüt oder ein A-Nationalmannschaftsdebüt? Doch das A-Nationalmannschaftsdebüt in der SAP-Arena. War auf jeden Fall nochmal irgendwie ein Stück besonderer, mit einfach, glaube ich, geprägt vom Adler, vom deutschen Adler auf der Brust. Vielleicht auch gerade, weil es zu Hause war? Ich denke, gerade deswegen hat er nochmal so ein bisschen mehr Push gegeben und dann auch gleich gegen die USA. Von daher war das natürlich auch schön. Gretzky oder Lemieux? Ja, ich muss ja wahrscheinlich mit Lemieux gehen, daher, dass sein Bruder bei uns in der Agentur dabei ist, der mich in Nordamerika vertritt. Wenn er das hören würde, würde er mich sonst, glaube ich, steinigen. Okay. Lieber Stanley Cup-Sieger oder lieber Olympiasieger? Ja, dann doch schon Stanley Cup-Sieger. Doch, Stanley Denke Cup-Sieger. ich, ist für den Eishockeyspieler doch nochmal ja, ein Riesending und davon träumt jeder kleine Junge, wenn er mit dem Eishockeyspielen anfängt. Was natürlich auch, vielleicht ändert sich das Ganze doch noch, wenn alle ja, Jungs aus der NHL zu den Olympischen Spielen freigestellt werden. Dann denke ich, hat das doch auch nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Aber natürlich auch, was die Jungs in ja, bei der Olympiade ja geschafft haben, glaube ich, ist auch einzigartig und ja, möchte man natürlich auch irgendwo erreichen. Ja, auf jeden Fall, aber natürlich so ein Stanley Cup einmal in die Höhe zu ragen, das nimmt dir dann auch nie wieder irgendjemand. Auf jeden Fall. Ja, ich habe dann noch ein zweites Spiel. Ich stelle dir jetzt 5 Fragen und du hast jeweils 5 Sekunden Zeit zu antworten. Was vermisst du an Deutschland am meisten? Jetzt war gerade die Verbindung ziemlich schlecht. Jetzt war gerade ein. Ja, hattest du die Frage noch mitbekommen? Nee, überhaupt nicht. No, überhaupt nicht. Was vermisst du an Deutschland am meisten? Das gute Essen. Das gute Essen. An welcher Stelle wird Tim Stützle gedraftet? Mindestens zwei. Mindestens 2. Boah. Wenn nicht sogar besser. Müssen wir mal schauen. Wenn nicht. All over? Ja, werden wir dann im Laufe des Jahres sehen. Dann kommen wir auf jeden Auf Fall jeden nochmal Fall. dran. Wenn du eine Sache am deutschen Eishockey ändern könntest, was wäre es? Ja, kein Abseits mehr. Dann hätten wir weniger Laufarbeit, glaube ich. Ja, dann, bei welcher Mannschaft spielt Moritz Seider nächste Saison? Hoffentlich bei den Detroit Red Wings. Das sollte das große Ziel sein. Auf jeden Fall. Wie viele Punkte machst du nächste Saison? Das ist eine gute Frage. Sagen wir, ja, mindestens 40. Mindestens 40. Mindestens, ja, auf jeden Fall mindestens 40. Also zu Auf jeden deiner. Fall. Du warst jetzt ein bisschen mehr über 20. Also nächstes Jahr dann NHL plus doppelte Punktezahl. Ah ja, natürlich. Ja, aber man muss auch Ziele im Leben haben. Unterstütze ich dich da Ja. auf jeden Fall. Ich werfe jetzt noch einmal einen Blick rein, ob hier bei den Fanfragen noch mal was Schönes mit dabei ist, weil die besten Sachen habe ich mir ja sowieso schon in der Vorarbeit rausgegriffen. Ja, schau mal Aber einfach mal. schaust du auch mal mit, vielleicht Ja. du suchst natürlich dann auch noch nach lustigen Sachen. Also ich habe dir ja privat noch zwei
Oder eine ganz lustige Frage geschrieben, die könnte ich dir jetzt natürlich stellen, wenn du das möchtest. Ja, da können wir gerne, da können wir gerne alles fragen. Ja, fragen wir alles. Gut, Moritz, die Frage war, die wurde bestimmt 5 oder 6 Mal, wenn nicht sogar 10 Mal gestellt. Hast du eine Freundin? Nee, Nein! bis jetzt glücklich Single, aber ja, mal schauen. Kann ja alles noch Mal werden. schauen. Ja, an die Mädels, die jetzt zuschauen, Moritz Seider, ihr könnt euch dann gerne an dem glücklichen Single mal wenden. Hier noch eine Frage, weil das ist gerade, glaube ich, unter Eishockey-Fans oder auch Spielern so die einzige Beschäftigung, die fast jeder macht. Spielst du NHL 20, ja? Ja, allerdings, ich glaube eigentlich eine Schande, bin ich dann doch mehr der FIFA-Spieler. Ach ja? Ja, und ja, würde ich eher sagen so 25 für FIFA. Okay, krass. Xbox oder PlayStation? PlayStation. Ah, sehr schön. Sehr schön. Dann, was haben wir? Gut, hier eine ganz tolle Frage. Warum die Rückennummer 53? Hat die für dich eine emotionale Bedeutung? Eher weniger. Es war alles relativ kurzfristig. 2 Tage vor meinem Debüt oder 2 Tage später lief im Fernsehen der Film Herbie der Käfer. Und dadurch, ja, muss die Nummer irgendwie die ganze Zeit in meinem Kopf gewesen sein. Und dann war damals die 21 schon vergeben. Die 18, die ich davor in Erfurt hatte, die war auch weg. Von daher habe ich dann ja, kurzerhand beschlossen, die 53 zu nehmen. Und die hat es dann aber so schnell gar nicht geschafft, noch pünktlich ins Stadion geliefert zu werden. Die kam dann erst für das zweite Spiel Okay. damals. Aber ja, das ist so ein bisschen der Hintergrund. Ja, aber eine mega coole Geschichte, dass so ein Film dich quasi zu deiner Rückennummer animiert. Hier noch eine schöne Frage. Wie gehst du mit den Interviews drüben in Amerika oder auch hier in Deutschland um? Fällt dir das schwer oder sagst du, okay, ist Daily Business, gehört dazu? Gehört auf jeden Fall dazu, aber ich glaube einfach, das Wichtigste, was ich gelernt habe, ist einfach immer ich selber zu sein, nie versuchen, jemanden ja, nachzumachen oder irgendwie ja, da irgendwelche Mauern um sich drumherum aufzubauen und keinen mehr an sich ranzulassen. Wenn man einfach offen und ehrlich ist, dann denke ich, verstehen das die meisten. Und das versuche ich in jedem Interview klarzumachen und ja, immer irgendwie freundlich und nett rüberzukommen. Hier noch eine ganz interessante Frage. Kannst du dir noch mal vorstellen, in der DEL zu spielen? Oder sagst du, nee, ich bleibe auf jeden Fall unter allen Umständen drüben in Nordamerika? Ja, für mich sollte es natürlich erstmal in Nordamerika weitergehen. Das sollte der Anspruch sein. Aber man weiß ja natürlich nie und ich habe mich unheimlich wohl hier gefühlt in Mannheim. Und natürlich, eines Tages würde ich schon mir wünschen, nochmal für den Verein auflaufen zu dürfen, auf jeden Fall. Dann auch zwingt die Adler oder darf es auch eine andere deutsche Mannschaft sein? Das muss man erstmal sehen, aber so als 18-Jähriger, glaube ich, kann man erstmal noch sagen, dass man erstmal nur für die Adler auflaufen würde. Nee, sehr, sehr cool, Moritz. Ich denke, wir sind jetzt dann sind eh schon ein bisschen drüber über Zeit, genau. Vielen, vielen Dank, Moritz, für deine Zeit, für deine Geduld. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute, dass die Saison vielleicht doch noch weitergeht und dann, dass man dich nächstes Jahr dann regelmäßig am besten in Detroit sieht mit dann 40 Scorerpunkten, mindestens. Mindestens. Genau, Moritz. Ich sage vielen, vielen Dank. Bleib gesund und
Ich hoffe, wir hören uns nochmal. Ja, super, super, vielen lieben Dank. Ja, bleib weiter gesund und bis bald. Alles klar, super. Ich danke. Ciao. Ja, und an alle, die noch da sind, kleiner Teaser schon mal für nächste Woche. Nächste Woche um 19 Uhr sitzen wir wieder hier. Diesmal ist dann nicht Moritz Seider mit am Start, sondern wir laden uns Leon Niederberger von der Düsseldorfer EG ein. Freut euch da schon mal drauf. Wieder nächste Woche Freitag, 19 Uhr mit Leon Niederberger. Das war's von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Bleibt alle gesund und bis nächste Woche Freitag. Ciao.